Jetzt wird's doch hoffentlich mal was werden mit dem Dungeon hier. Ist ja ätzend, wenn ich nichts Neues bekomme. Ich meine, ich habe ja jetzt wenigstens schon ein bisschen Eisen bekommen und habe etwas Rüstung an. Ist da wer? Meine Güte, ich bin sowas von schreckhaft. Ich werde wahrscheinlich erst wieder beruhigt schlafen können, wenn ich komplett eine Eisenrüstung anhabe oder so. Okay. Das hier ist relativ hoch. Da tut sich wohl nichts. Da komme ich nicht dran, oder doch? Doch, da komme ich noch dran. Sauber. Gut. Okay. Jo. Na, war es das? Ein bisschen dichter. Ist doch erstaunlich, wie weit man hier noch kommt. Okay, jetzt gehe ich runter. Mach mir hier hinten am besten eine kleine Fackel. Nicht, dass es mir hier zu dunkel wird. Und suche jetzt einfach, bis meine Spitzhacke den Geist aufgibt. Ach, das ist immer, wenn der Kies runterkommt. Das macht so ein bestimmtes Geräusch. Da schrecke ich mich immer und denke, es ist sonst was. So. Wäre super, wenn ich mal diese Redstones kriegen töte. Da. Okay, ein bisschen noch. Es ist ja noch hell. Huch, jetzt ist meine Fackel weg. Ist aber nicht so schlimm. Es ist ja eben, wie gesagt, hell. So, bisschen Kohle wäre auch nicht schlecht. Die ist nämlich auch schon etwas magerer geworden. Aber immer wenn man was haben will, kriegt man es meistens nicht. Kennt ihr ja. So. Ich werde mich mal nach Timbuktu durchgraben. Und dann bin ich doch mal gespannt. Den Kies trocknen wir so ab. Genau hier. Hoho. Da kommt aber einiges runter. Yeah. Das ist ja wirklich eine Kiesgrube hier. Super. Ich habe eine Kiesgrube. Und gleich habe ich Dunkel. Bisschen noch. So. Das ist wirklich eine Kiesgrube hier. Wow. Nicht schlecht. Ah, jetzt habe ich so lange abgerockt, bis ich den Himmel wieder sehe. Das ist ja mal cool. Eieiei. Fit und fett. Wow. Na, da kann ich ja noch ein bisschen was abzwacken. Kann ich ja wirklich den Himmel sehen. Super. War da was? Nee, ein komisches Geräusch. Baue ich mir mal hier eine Notfalltreppe, dass ich hier wieder schnell hoch kann. So. Eigentlich könnte ich diese ganze Höhle mal aushöhlen, nur so zum Spaß und um mal zu gucken, was hier geht. Ob diese Höhle voll die Veräppelung ist, weil hier ja doch nicht so viel drin rumliegt. Okay, da unten war schon ein bisschen was. Ja, ist doch nicht schlecht so. Okay. Ich sollte ich doch noch ein Steinhaus bauen. So. Das ist jetzt ziemlich steil da drüben. Das ist dann doof. Baue ich mir lieber auch noch ein paar Stüfchen rein, falls ich hier mal runter möchte oder muss. Dass ich dann auch weiß, wie ich da runterkomme. Es ist ja da was drunter. Haha. Dann heim ich still und leise hier in der Ecke. Grrr. Okay, immer noch nichts gefunden. Ich muss jetzt aber Holz suchen.
Hier ist ja schon ziemlich mau. Oben auf dem Berg habe ich meine Setzlinge. Schaue ich mal, ob die schon was gebracht haben. Ey, der eine da, der nervt mich immer, an dem komme ich nie hoch. Oh ja, das sieht doch gut aus. Als erstes hole ich mir dann das reife Getreide. So. Da ist noch nichts weiter. Gräser auswählen. Hier. Und dann schwupps. Ach, nicht wegwerfen, Mensch. So. Die paar setze ich jetzt. Die ist schon wieder dunkel. Ist ja Wahnsinn. So. Da sind ein paar Setzlinge. Kann ich noch ein paar dazu tun? Für meinen Mini-Wald. So. Hier ein. Ey. Was ist das denn für eine? Oh, das war nix. Das war ein bisschen zu dicht. Da wird der nix. Ich weiß nicht genau, was das da drüben für ein Zeitgenosse ist. Vielleicht sollte ich auch lieber nach Hause gehen. Haben wir noch den einen Baum hier? Ganz dabber, fix. Schnell. So, na gut. Mehr habe ich jetzt hier nicht. Beziehungsweise mehr traue ich mich nicht. Gerade noch das hier abmachen. Einsammeln. Ui, wo ist es denn? Hier. Ja, statt Hake. So, dann komm. Hier hingetan. Ja, hier ist das Problem, mehr wächst hier nicht, weil hier funktioniert es nicht. Oh. Funktioniert es denn hier? Nee, auch nicht. Das darf nicht bearbeitet sein. Gut. Ach, dann gehe ich jetzt mal hier rein. Meine Türchen zu. Habe ich hier schon zu? Nee. Aber da kann ja kaum was reinkommen. Außer eben, wie gesagt, Spinnen. So, haben wir hier noch etwas Holz. Und hier. Dass wir das mal zubekommen. Ich meine, der Sternenhimmel ist zwar auch schön, aber wenn es regnet, ist es ja doch schon so ein bisschen doof. Weil dann alles nass wird. Außerdem wird der Boden dann so grün. Weil dann das Gras da drauf wächst auf der Erde. Also von daher machen wir uns doch lieber hier was zu. Gleich haben wir's. Und noch zwei. So. Okay, jetzt ist die Birne geschält. Das Zimmer ist zu. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache da wirklich noch so dicke Fenster draus. Allerdings muss ich mal schauen. Ich habe jetzt gar nicht so viel Fenster da. Ich mache jetzt hier eins rein. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, probieren wir mal. Machen wir einfach so ein bisschen asymmetrisch hier die Fenster. Muss ja auch nicht immer alles gleich und gerade sein, oder? Immer gleich ist ja auch langweilig. So, jetzt sehen die Fenster halt so aus. Gut. Kann ich hier was reintun? Oh ja, jede Menge Steine. Kann ich hier loswerden? Jede Menge Kies. So ein Stack behalte ich immer ganz gerne da. Äpfelchen habe ich. Feuersteine können auch hoch. Okay, da ist noch ein Faden und so ein komisches Spinnenauge. Die tun wir hier runter. Oh, ich kann mir auch noch ein paar Werkzeuge basteln. Wisst ihr, ich habe die lieber ein bisschen auf Vorrat. Also, Stöckchen raus. Und Steine drauf. Die hier zuerst. Ja, ich brauche auch primär diese Steinspitzhacke.
Und dann eventuell noch einen Spaten. Na, die Axt könnte ich auch noch brauchen, holztechnisch. Okay. Sag, was soll's. Das ist hoffentlich ein Schwein und nichts anderes. Wenn es was anderes ist. Oh. Nee, ich glaube, das ist ein Schweinchen. Man soll ja nicht immer das Schlimmste denken, ne? So. Gut. Hier können wir mal zumachen. Ui, da sieht man schön, wie es gerade wächst und gedeiht. Dann mache ich hier die Tür zu. So. Wie sieht's hier aus? Da ist gerade nichts drin. Sand habe ich auch keinen. Nee. Und da. Schwupps, kann ich einen Zucker machen aus dem Zuckerrohr. Und mir dann irgendwann irgendwas damit basteln. So, du kannst auch da lang. Okay. Den Boden hier könnte ich natürlich auch ein bisschen aufpeppen. Ich habe schon überlegt, ob ich das mit Ziegelstein mache. Da muss ich aber noch einiges an Lehm finden. Wie sieht es denn mit meinem Holz aus? Das habe ich jetzt schon verbrutzelt. Ja, ich könnte jetzt natürlich auf eigene Gefahr rausgehen und versuchen, ein bisschen Holz zu machen. Okay. Mein Schwert ist auch nicht mehr das Fitteste. Hier runter schauen. Da hinten ist so ein Creeper. Da ist auch einer. Da hinten sind diverse Zombies. Na prima. Vielleicht mache ich gerade noch hier ein bisschen was zu, dass ich da nicht reinfliege. Ja, das ist natürlich sowieso toll. Weh, ich glaube, die Zombies kommen ein bisschen näher. Ich glaube, ich gehe wieder rein. Nur nicht, dass so ein Creeper kommt und mich patscht. Bin viel zu ängstlich hier. Gehe ich lieber hier runter und gucke mir das andere von hier aus an. So. Hier kann mir wenigstens keiner was. Na, wo seid ihr? Ein Spinni. Die könnte ich jetzt reinholen. Soll ich? Okay, ich hole die Spinne rein. Dazu mache ich hier auf. Da auf. Dann grapsche ich mir mein Schwert. Ups. Vielleicht ein bisschen schneller, sonst bin ich tot. Na komm. So. Erfahrung gibt es jetzt. Genau, eigentlich könnte ich das hier als Spinnenpforte auflassen. Och, hier ist ja schon fast alles gesagt und getan. Es ist ja auch ziemlich hell. So. Gut. Machen wir jetzt aber trotzdem noch ein bisschen dicht. Können wir ja nächstens wieder aufmachen für die nächste Spinne. So. Ja. Wer ist das? Wo ist das? Ah! Sag mal hier. Hab das gerade einer verreckt. Aber vom Feinsten. Schwert in die Hand. Dann gehe ich mal nachgucken, ob der noch irgendwas hinterlassen hat, der Gute. Da, einfach sang- und klanglos kaputt gegangen. Okay. Naja. So,
Den bauen wir mal schnell ab. Und füllen das hier gleich auf. Und dann gehe ich gleich hier hinten noch ordentlich Holz ernten.